Das Wort hat Herr Abgeordneter Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Staatsminister Al-Wazir, dass ich bei Ihnen noch einmal eine Lernkurve erziele, mit dem, was ich sage, habe ich aufgegeben. Aber wenn Sie hier mit dem Wort Wahrheit jonglieren und Dinge hier in den Raum stellen, wo ich einfach sagen kann, Sie lesen keine Zeitung, Gutachten scheinbar sowieso nicht und Sie beschäftigen sich überhaupt nicht mehr mit der aktuellen Realität und den Problemlagen, die sich mit der Energiewende immer stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung, aber auch bei den Fachleuten schon seit Jahren bekannt sind. Damit beschäftigen Sie sich einfach nicht. Das blenden Sie in Ihrer Politik komplett aus. Und dann einfach so die einfachsten Wahrheiten. Einfach festzustellen, seit Jahren steigt der CO2-Ausstoß in Deutschland wieder, obwohl die Subventionen explodieren. Explodieren. Seit Jahren. So, das muss man doch mal einfach wahrnehmen, das muss man erkennen, das muss man feststellen. Und dann immer wieder Ihr Hinweis auf den Energiegipfel. Ich frage mich, diese 17 Seiten ausgedrucktes Papier, der Hinweis auf den Energiegipfel und der Blickwinkel auf einen winzigen Ausschnitt in diesem Energiegipfel. Liebe Kollegen von den Grünen, lieber Herr Al-Wazir, ich weiß gar nicht, was das zweite oder das dritte Gesetz, was Sie hier im Hessischen Landtag eingebracht haben, wo Sie den § 121 HGO geändert haben. Das ist einer der zentralen Bestandteile des Energiegipfels, den Sie mit der Union gemeinsam gegen wahrscheinlich bessere Überzeugung der Union, da ist sie wieder umgefallen, die Union, hier umgesetzt haben. Ja, einer der zentralen Bausteine des Energiegipfels haben Sie mit der Brechstange und mit Mehrheit hier beendet. Das haben Sie rausgebrochen. Das übersehen Sie einfach. Im Energiegipfel steht Staudinger Block 6 drin, im Energiegipfel steht drin, stehen die konventionellen Energien drin, die stehen da alle drin im Energiegipfel, blenden Sie alles aus. Sie machen eine andere Politik, Sie reden anders, Sie haben mit den 17 Seiten des Energiegipfels relativ wenig zu tun. Wenn es um die faktische Politik geht, dann gibt es einen Punkt und dann sagen Sie, das ist die Wahrheit, weil an dem einen Punkt gibt es eine kleine Abweichung. Und die wissen ganz genau, dass es in der Union, in der FDP für die 2% enormen Widerstand gab und dass wir da niemals auf ihrer Seite waren, sondern dass das ein Gesamtkonzept war. Der Energiegipfel war ein Gesamtkonzept, es war ein Gesamtkompromiss, den Sie schon per Gesetz hier zerstört haben. Und das müssen Sie einfach mal wahrnehmen und da müssen Sie mal in das Papier gucken und da müssen Sie sich mal mit den Tatsachen beschäftigen. Aber liebe Freunde von den Grünen, liebe Freunde von den Grünen, auch im Landesentwicklungsplan ist kein Ziel formuliert, da ist ein Grundsatz formuliert. Sie haben hier Reden geschwungen. Ich weiß gar nicht, wer es hier war. Herr Kremmels mit Sicherheit von der SPD und hat uns höchst kritisiert bei der Frage Landesentwicklungsplan, dass da kein Ziel da ist. Sie wissen alle, dass das genau eine Politik ist, die wir hier dort vertreten haben, wo wir genau das Ziel 2% unterschreiten wollten. Und das haben wir in dem Landesentwicklungsplan möglich gemacht. Möglich gemacht, damals noch mit den Stimmen der Union. Und dafür haben Sie uns kritisiert. Und jetzt drehen Sie die Argumentation rum. Der Einzige, der sich hier immer dreht, das sind Sie und sonst niemand. Und darum, liebe Freunde von der Union, und ich will das noch einmal auf den Punkt bringen. Ich habe ja noch nie so intensiv bei einer energiepolitischen Rede geklatscht wie heute beim Kollegen Kremmels. Liebe Freunde von der Union, wir sind verknüpft, wir sind im Dialog mit fast 70 Bürgerinitiativen in Hessen, die alle das Thema Windenergie bzw. gegen Windenergie auf ihre Fahnen geschrieben haben. Und wir hören überall von diesen Initiativen, dass die Kollegen der Union vor Ort reihenweise und auch Kollegen des Hessischen Landtages sich bei den BIs eindeutig gegen Windkraftanlagen aussprechen. Eindeutig. Und das muss ich sagen, das lassen wir Ihnen hier nicht durchgehen. Wenn Sie öffentlich hier im Landtag, in öffentlicher Plenarsitzung, im Landtag die Politik der Grünen, die Sie noch vor einem Jahr für falsch gehalten haben, gnadenlos durchexekutieren, dann müssen Sie auch vor Ort dafür einstehen und müssen Sie auch vor Ort vertreten. Das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen hier im Hessischen Landtag. Man kann nicht hier für etwas eintreten, durch die Tür, durch das Tor im Hessischen Landtag fahren und dann ein anderer Mensch sein. Das wird nicht funktionieren, und das werden die Bürger mitbekommen. Und darum werden wir auch unseren Antrag heute namentlich abstimmen lassen. Dann können wir sehen, wie Sie dazu stehen, wie jeder Einzelne von Ihnen dazu steht, hier und dann vor Ort. Weil vor Ort wird Ihre Abstimmung, die Sie heute hier treffen, auch eine Rolle spielen. So viel nochmal zu der Union heute hier.
Stehen Sie zu Ihrer alten Meinung, ändern Sie die Politik dieser Landesregierung oder vertreten Sie vor Ort auch das, was Sie hier exekutieren. Vielen Dank.